nehme da einfach für mich auf, dass wenn ich etwas nicht mehr weiss, kann man so schön nachlesen. Also zuerst natürlich gratulieren, die danke vielmals. Ich habe gehört, du hättest überhaupt nicht damit gerechnet. Nein, eben nicht. Wir haben vorher gerade noch darüber geredet. Also, ich habe es natürlich gehofft. Ja. Aber wenn ich doch knapp bin. Hast du ja eine harte Konkurrenz. Ja, auf jeden Fall. Gute Konkurrenz. Ja, so gut. Wie hat sich jetzt dein Leben verändert seit der Wahl? Drastisch. Also, eben, ich bin gestern am Abend eigentlich erst heimgekommen seit der Wahl oder seit der Vorbereitungswoche. Mhm. Wir hatten am nächsten Tag super Tag gehabt, wo wir Interviews hatten, diverse, bei Lanz und Gloria und. Und dann sind wir am nächsten Tag auf Milano und haben dort ein Shooting gehabt für Moleros. Moleros? Ja, genau. Das ist eine Tasche. Ah. Da oben drauf. Also, so. Ah, super schön. Und eben, nachher bin ich zurückgekommen. Mhm. Und jetzt also, gibt es diverse Termine, die warten, jetzt gerade am Anfang natürlich. Und nachher wird es natürlich mit dem ganzen Projekt, wird es natürlich auch Haufen Arbeit geben, wo wir dann das vierte probieren, Geld sammeln und ich jetzt können wir für unsere Projekte. Und jetzt, Termine sind ja das eine, was das Leben verändert. Die Reaktion der Leute rundherum ist das andere. Was hast du noch so erlebt? Das stimmt. Also jetzt von meiner Familie, von meinen Freunden haben wir wirklich ein durchaus positives Feedback bekommen. Mega viele liebe SMS, die mir gratuliert haben. Alle Leute, die ich schon seit ich nicht mehr gehört habe. Und es ist mir sogar schon passiert, Sonntag bin ich im Zug gefahren und dann ist jemand mir gratulieren, weil er das Interview hat gelesen auf dem Internet oder so. Und das war natürlich ein schöner Moment. Und etwa jünger, als du darüber redest? Ja, also ob, ich würde sagen, zwischen 20 und 30. Ja, das ist ja gut. Das war super.